The Pennsylvania German Hour is underwritten by Die Pennsylvanische Deutsche Versammlung von Baddecks County, the state's largest annual Pennsylvania Dutch language gathering, held the first Monday after Easter in the Leesport Auction Hall. For more information, please call Joyce Hassler at 717-866-3431. The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the West Berks Versammlung, held annually on the first Saturday in October in Robazonia. For more information, please call Kathy Shellhammer at 610-390-1088. The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the Rentschler Leib family and Reverend Richard Miller and family. The Pennsylvania German Hour is produced in cooperation with the Pennsylvania German Cultural Heritage Center at Kutztown University, the hub of Pennsylvania Dutch culture and language. Contact us at 610-683-1589 or at www.kutztown.edu/pgchc. Mir sauer groß Dank zu alle unser Unterstützer. Gute Maria zu Heid, Gute Maria zu Heid, Gute Maria liebe Leid, Gute Maria zu Heid, mir singe vor Heid, mir singe vor Heid, denn so voll ich steig sind mir, und mir singe vor Heid, und mir laura Heid Heid, vorbei uns zu sein, weil wir bissli deit schwätze und hätt Spaß dabei. So hat geit dann hie und mir weise heit wie mir gleiche zu singe auf BCTV. Gute Maria, liebe Gucke, und willkommen zum Pennsylvanisch Deutschstund, der Beschplatz für Deutschzuhörer auf BCTV. Heute ist der 4. August 2017. Die Sommer ist heiß und nass, und für das erste Mal in vielen Jahren. Die Welschkan ist 6 Fies hoch, die grüne Bunne sind zeitig, und haben 4 gute Zacke, schnell am Wachsen im Gorde und Feld ist. Heute tun wir etwas unterschiedlich. Mit singen a cappella für just 2 Stücke. We're doing a little bit something different this morning because we have technical difficulties with our keyboard. So we're going to be doing 2 songs a cappella before we do our interview. We appreciate your patience, and in the meantime, expect new musical accompaniment by next month. On mit der Lieder, Claudia. Thank you, Patrick. In 1824, Heinrich Heine wrote the poem The Lorelei, which was set to music in 1837 by Friedrich Schlieffer. It today is one of the most famous Rhine songs, and I understand it's a favorite of Raymond Miller, one of our members. That's what Joyce has written here. The legend says the boatman floating on the Rhine in the evening is enraptured by the maiden sitting high on the crest of the mountain, singing a melodic rhyme and combing her golden hair with a gilded comb. The boatman's thoughts are not on the danger he is in as he approaches the cliffs, and he is lured to his death by the dulcet-voiced power of the Lorelei. Dorothy Hutchinson is featured in this number as she does a solo. Ich weiß nicht, was alles bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Mücken aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, unruhig fließet der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet da oben wunderbar. Ihr goldes Schleier blitzet, sie kennt ihr Gott.
time for announcements. Mit Dottie. An ice cream social will be held at Friedens Lutheran Church in Burnville tomorrow, Saturday, August 5th, from 5 to 7 p.m. A video, A Walk with Luther, will be shown, and a portrayal of Katie Luther, Martin Luther's wife, will be there. On August 11th and 12th, the Gosh and Hoppin Folk Festival at Auntie's Plantation in Frederick will be held. On August 26th, a farm festival at the historic Drivelbiss Farm in Virginville will be, that's a Saturday, August 26th, and the Delbahawk Sanger Corps will be singing there at 11 o'clock. On Sunday, August 20th, at 6 p.m., there's a musical program of gospel and folk melodies and traditional bluegrass originals presented by Crow Hill. The location is the North Heidelberg Church on Old Church Road between Robesonia and Burnville. Bring your lawn chairs or blankets. Weihar ice cream and sodas will be on sale that day. September 1st, the Pennsylvania German Hour on BCTV will be held, 10 o'clock. On September 10th, Wenger's Meeting House in Jonestown will have a service at 2:30 in the afternoon. On September 16th, there's a Pennsylvania Dutch Dinner Theater at Huff's Union Church at 1 o'clock. On September 16th and 17th, there's a Fall Harvest Fair at the historic Schaeferstown Farm, 10 o'clock to 5 o'clock. And in September, the PG Dialect and Kultur Society will have a meeting at Country Fair in Myerstown. Breakfast at 6:30, and the meeting is somewhere around 8 o'clock. In September 23rd, there's a Heimatfest at the Pennsylvania German Cultural Heritage Center at Kutztown University from 10 a.m. to 4 p.m. And Saturday, September 30th, at 2:30, there's a Pennsylvania German church service at the Old Bellamans Church in Mooresville. There will be a turkey and waffle supper to follow at 4 o'clock. Thank you. Und now habe ich just a paar May. Bekanntmaking und Nachrichting from the Pennsylvania German Cultural Heritage Center at Kutztown University. The Heritage Center is proud to be hosting its biannual genealogy conference this year at Kutztown University on September 8th and 9th. If we can have the image up on the screen for the genealogy conference. It is entitled Sacred Landscapes in Lancaster County. We will be accepting registrations through August 24th, 2017. This year's conference and tour will highlight the religious diversity of Lancaster County with a special emphasis on the decorated 18th century tombstones of the Cocalico and Brubaker Valleys, the architecture of Pennsylvania meeting houses, and the legacy of the Anabaptist communities. Please note, due to limited seating, the tour bus is only open to those who will be attending the conference that is on September 9th. That is going to be featuring a series of local speakers. Our keynote speaker will be Michael Emery from Landis Valley Museum with a photographic exploration of early Pennsylvania gravestones and their makers, and many others. Again, the deadline for registration is August 24th. We hope you will be able to join us for this unique exploration of the region's cultural heritage. It's never too late to become a subscriber to the world's only Pennsylvania Dutch dialect newspaper entitled Hiva Vi Driva, hosted by Kutztown University. Our spring-summer issue was sent out about a month or so ago, but if you subscribe now, you'll soon get the newest issue full of dialect news, culture, literature, recipes, und Spaß. Subscriptions are available on our website at www.kutztown.edu/pgchc or call us at 610-683-1589. Und es letztes Ding vor mir zinge nochmal ist ein Sprichwort von Monat, our proverb of the month. This month, our proverb is, so handig wie ein Schubkarrick in the Kich, as handy as a wheelbarrow in the kitchen. This lighthearted little proverb reminds us that utility is determined by context and not by intention.
No matter how helpful a person may intend to be or how capable they are of helping, resources that are improperly allocated will only get in the way of progress. Now it's a site for Yusht A. May Singus on with the leader, Claudia. Our last song that we're going to sing this morning is High Lee, High Low, featuring Betty Nafsinger, who you may know as Yodeling Betty. Okay, all the way up. Mehen in Staffel, all the keys, ich stehen ein Mist, bis an mich nie. Mehr schlachte die Körper und verkaufe die Heid und gebe es gern zu die Ohren allein. Heili, heilo, heili, heilo, 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 Die Geil im Stall, die Fresse war Hava, die Breschen jemmer, all die Baba. Mir sind nicht zu warm, mir hätten noch viel Geld, mir hocken am Opfer und fiedern die Welt. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer wie länger wie schlimmer. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer ja so. Gal im Stall, ich hab selbst gedacht, die Hinkel im Stall, sie gehen auf den Stoß, mir schlagen sie ins Knick und fressen sie mit Brot. Die Schuhe vom Himmel, sie kriegen Grumme B, die Hund springen nass und blicken die Zeh. Halli, hallo, halli, hallo, bei uns geht's immer die Länder, die Schwimmer. Halli, hallo, halli, hallo, all right, now it's just decide. Station break of a gay netvek, Makuma Grot Zurich.
Willkommen zurück zum Pennsylvanisch Deutschstund. Der beste Platz für Deutschhörer auf BCTV. Heute wollen wir willkommen und besonders guter Gast, der Ben Rader from Readers, Pennsylvania, von der Pocono Badia. Der Ben Rader ist ein Maler, ein Folkkünstler, ein Gedichter und viel andere Dinge. Ein Familienmann und schwätzt Deutsch und Hochdeutsch alle beide. Ja. Willkommen. Ja. Groß Dank. Ist gut für dich, habe bei uns heute. Und wir haben viel Farbe und schöne Bilder mit euch zu teilen heute, als der Ben hat gemalt und Gedichte, als geht mit dem Paar von Zelle. Alright, so das erste Ding, was ich habe für dich, ist eine Frage, wer deine Familie? Sag uns just ein wenig, wer dich selber und deine Familie, wo du kommst aus und was du du heute. Soll ich die schlechte Dinge sauer oder die gute Dinge? Just die gute Dinge für now. Okay. Vielleicht wollen wir ein wenig Zeit später haben, wir können die schlechte Dinge sauer. Ma wohne in Readers, Pennsylvania. Das ist in Monroe County. Aber die Geschichte hat vor einer langen Zeit angefangen. Die Familie kommt aus Mutterstadt, da drüben im alten Land. Und im Jahr 1725 sind sie dahin gekommen, nach Bethlehem. Und in Bethlehem sind sie geblieben, about 200 Jahre. Und dann mein Grandpap, er hat ein Restaurant am Broad Street gehabt, the Brauhaus, hat das verkauft und hat ein Stück Land in Readers gekauft. Mit einem Wasserloch, arg viel Busch drum und er hat ein paar Häusle gebaut mit meinem Grandpap. Und in Zelleweg haben sie Mountain Springs Lake Resort angefangen. Und da schaffe ich now mit meinem Pep. Und mein Bruder ist weggegangen, die zwei Schwestern sind weggegangen. Aber da bin ich geblieben und ich schaffe im Busch und ich kann Dinge bauen den ganzen Tag. Und es ist ein guter Job. Ja. Wunderbar. Now, wann hast du Deutsch gelernt? Ist es dein Erstspruch, dein Schwedspruch, dein Drittspruch? hast du es gelernt im Schul? Hast du es audiert schunst? Sag uns just ein wenig, wer erzählt. Ja, das war nicht mein Erstspruch. Englisch war mein Erstspruch. Es war in selber Zeit unmöglich für mich, das in der Schule zu finden. Aber ich habe ein paar Dinge von meinen Großeltern gelernt. Die normalen Dinge, wo wir alle her, dass wir jung sind, in unser Gemäh, wie meine Grandma hat immer gesagt, wenn etwas Schlechtes passiert ist oder gehabt ist, hat sie immer gesagt, selbst der Weg. Wenn sie was Gutes ist, sagt sie immer, es gibt nichts so gut wie ich etwas. Und so, ich habe selber wegen ein paar Worte gelernt. Mhm. Sie haben auch kein Hochdeutsch in der Schule gelernt, wo ich in die Schule gegangen bin. So, ich habe am Anfang, als ich 16 Jahre alt war oder so, ich habe Bäcker gesucht. Und Hochdeutsch und auch Deutsch. Und es war nicht bis, ich war 27 Jahre alt, dass ich die erste Class gefunden habe in Kutzerstädel. Mhm. Und ich habe das mit der Quinter gemacht. Ja, mit der Quinter. Und dann habe ich, ich habe mein Deutsch verbessert. Gut. Aber war nicht mein erster Spruch, aber vor zu ihm oder daheim geschwätzt von meinem Grandma. Und now, deine Frau schwätzt Schwäbisch, ist er recht? Meine Frau schwätzt Schwäbisch, ja. Ja, das stimmt. Und dein kleiner Bu schwätzt alle beide? Mein kleiner Bu schwätzt Schwäbisch und Deutsch und kein Hochdeutsch, denke ich. So eine Mischung von Dialekt, aber. Ja. Zell ist really epis. Zell ist really wunderbar. Ja.
Now, sagen's justen wenig wehe dei kunsch. Du bist ein Moller, du bist vielleicht nicht ein Folkkünstler, du bist ein fine artist. Und die Art of it is Mollerei, aber in die Mollerei du hast die Chavada. Kannst du ein wenig erzählen zu uns, wer was dein inspiring ist für Zellmacher? Ja, inspiring steht so für die Wade. Das kommt von so ganz alten Stil. Man sieht öfters im Alderland auf der Gebäude, man sieht öfters, dass sie was geschrieben haben. Mhm. Oder es gibt ein Picture drauf. Und ich habe das immer geliebt, dass es eine Geschichte auf dem Haus auf dem Haus gibt. Und über die Jahre, als ich gemalt habe, am Anfang habe ich die schwarze Lines geused, verschiedene Farben zu delen voneinander. Und dann ist es diese Farbeglas geworden. Und dann in diese Farbeglas habe ich diese schwarze Lines geused, die Wade zu schreiben. Mhm. Und dann ist es weitergegangen. Aber das kommt für sure von die Heisle, die ich gesehen habe, mhm, Alderland mit der Wade drauf. Und sie gucke gerade wie Kariglas. Ja. So, yeah. Zell ist really, really epis. Now, ich habe etwas besonders zugeben zu dir heute. Wir haben einen Award für dich von die Heva V. Drivers Featured Artist of the Year for 2017. And I'd like to present this. Und ich werde es zu dir geben heute. Muss ein wenig Deutsch schwätzen, nicht Englisch. Aber die Award ist noch ein wenig in Englisch. As part of the 2017 program of dialect events, ein free Jahr für die Muttersprache, an award for an outstanding Pennsylvania German artistic activities is presented to Benjamin Rader of Readers, Pennsylvania, in recognition for the following work. Heimatkunst Paintings. The editorial team of Heva V. Drivers honors the award winner with the title Featured Artist of the Year, which means that the newspaper will help to let the Pennsylvania German community know about the artist and his art all year round. So, es ist eine große Ehre, ja, für das zu dir geben. Und für uns zu haben, die Kunst in unser Heva V. Drivers Zeitung. Ja, ja. So, das war schön. Really born aboard. Ja, danke. Und ja. Can we have a picture of the Heva V. Drivers up on the screen for a moment? The last two issues. Die letzte zwei Issues haben die out of it drauf. Und Zell ist really epis. Unser 20-jährlich, yeah, von Publications, es war die Geburtstag von unser Heva V. Drivers Zeitung. Und Zell war aber schön für gerade an der vorne Zeit drauf. So Zell ist really one aboard. Now, let's have the next picture that we have up. Showing Ben and his work, please. Ich muss ein wenig schwätzen in Englisch für all die Calls, ja, in die Studio. Natürlich. Sie können nicht Deutsch verstehen. Ich hab immer gestört für Deutsch. So. Mir deutsche Leute und Technology, es ist keine gute Mischung. Ja, es ist. Man muss alle beide User. All right, so in Zeller Foto, du bist Grotten in Shire. Ist Zell dein Shire? Ja. Ist das dein Studio? Nee, aber vielleicht nach ein paar Jahren. Ich baue das now. Ich muss ein paar Zimmer drin machen und es gibt ganz oder arg viel Arbeit zu tun, aber vielleicht nach ein paar Jahren wird das Studio sein. Yeah. Es ist ein wunderbarer Platz für die Szene mit der Art of it. Es guckt so, yeah, Deutsch, yeah, aber yeah, Deutsch. Das passt. Yeah. Now, unser erst Painting, als wir schauen heute, ist ein Painting von deiner Frau und deinem Kind. Yeah. Let's have the next picture, please. Es hat ein Bild von einem Gleichstädtel, gerade, mm-hmm, in der Henne. Erzähl uns ein wenig, wer was du gedacht hast, do, und die Gedichte, es geht gerade mit. Ja, wenn ich was male will, dann ich suche immer ein Picture zu finden, wo nichts Besonderes war, wo mehr als eine schöne Erinnerung ist. Und nicht wirklich was Schönes zu sehen ist, vielleicht, oder, ja, vielleicht so.
In selbe Picto, das war ein Picto von einem ganz regenden Tag im alten Land mit meiner Frau und so. Und das war ein Beilstein. Und wir sind nuff gewandert auf den Hügel. Und als wir da auf der Spitze waren, es war grau, super grau, es hat geregnet. Aber ich kann mich erinnern, sel Gefühl oder wie ich gefühlt habe, all die kleinen Häusle da nur noch zu sehen. Es war wunderschön. Und es war ein wunderschöner Tag mit der Familie da drüber auch. Ich muss auch sagen, ich hoffe, das war keine Beleidigung für meinen Schwiegervater oder der Pep von meiner Frau, weil er war auch in sel Pictor am Anfang. Ich habe ihn rausgeschnitten. Aber das war besser für diese Composition. Aber ja, das war für mich so ein schöner Tag mit der Familie und sel Scene kann ich gut erinnern. Ja, sel ist, ich denke, von deiner Malerei, sel ist mein Lieb. Sel ist just just wunderbar mit die Hay und die Sonnenaufgänge und die Gleisstädel und, und alles, was meint die Familie. Sel ist really etwas powerful. Yeah. So, du hast ein Gedicht, das geht damit? Ja. Yeah. Kannst du das lesen für uns? Ja, es ist... Du kannst das lesen in Englisch und Deutsch, alle beide vielleicht, für unsere, okay. Für unsere Leute aus dem Gucke-Zinheit. Ja, so ich... Ich sage zuerst, dass die Wade sind immer in den Pictos drin. Maybe ist es ein bisschen hart, die zu finden, die Wade zu finden. Es gibt keine Ordnung für die Wade. Ich schreibe die, wo es Platz gibt. Aber sie sind da. Die sind da. Manchmal ist es schwierig für mich, wenn ich bei einem Kunstmarkt bin. Wenn die Leute fragen, was sagt das da? Dann muss ich die Wade zuerst finden. Und wie ich das geschrieben habe, bevor ich das übersetzen kann. Aber ja, in Sel Pictor, das ist wie ein Rat für die Kinder, für die nächste Generation in Pennsylvania. Das heißt, See und Dächter von Pennsylvania, auf Englisch, das heißt Sons and Daughters of Pennsylvania. Zuerst auf Englisch kann ich das lesen. Sons and daughters of Pennsylvania, listen to what I have to say. In a world full of sheep, be a shepherd. Look around at how beautiful your surroundings are. Keep the sun rising over the Dutch country in mind, and you will always be reminded of why home could never be anywhere else but here. Time flies by faster than we can take notice, but don't be afraid. Life is a circle. We've always been here and always will be here. Before you lies a beautiful path. Walk onward further without sorrow, as time here is short. There is nothing that can harm you. Be honorable, be respectable, be true, and make your people proud. And die Wade sind gekommen, weil mein Sohn in sel Pictor ist. So ich habe gewollt, ein Rat zu meinem Sohn zu geben. Und dann auf Deutsch. See und Dächter von Pennsylvania, hatte ich mal, was ich für Sauer habe, auch. In Revelt voll mit Schäfle, sei ein Herd. Guck mal, wie schön dein Land ist. Hab den Sonnenaufgang des Deutschlands im Auge. Und sei, und sie war immer ermahnt sei, für was Hemet nämlich ähnlich auch jetzt sonst sei kann. Die Zeit verschallt sich schneller, als mir das Marek erkenne. Hab doch keine Bang. Das Leben ist ein Kreis. Wir waren immer da, wo wir sind und waren da immer sei. Es liegt vor euch ein schönes Wegle. Lauf mal weiter ohne Sarie, weil unsere Zeit da ist arich Katz. Es gibt nichts, wo dich schädigen kann. Sei ehrbar, sei respektvoll, sei treu, mach dein Volk stolz. Wunderbar, wunderbar. Selles aber schön. Now, if we can have our next painting up on the screen, please. The next Bilder is
ist einer von der vorne Platz von der nächst Issue von Hiva V. Driver ist es. Und sagen Sie, wenn ich wer was in der Bilder ist, wer ist Sally Frau und was hält sie in ihrer Hand und was ist am Gay mit die Hay und die die Blau und die die Gale? Was ist am Gay mit ihr? Ja, Sel Pictor ist arg groß, größer als ich. Ja, es ist vielleicht 7 Fuß hoch oder mehr? Maybe about 6 Fuß hoch. Ja, und ziemlich breit. Das war der erste Hey mit Kunst Pictor, wo ich gemalt habe. Aber ich habe das noch nicht gewusst, als ich das gemalt habe. Ich habe das angefangen vor about 7 Jahren und 6 Jahren habe ich das fertig gemalt. Und die Frau, ich habe ein paar Pictures gemalt schon von Getten. Mhm. Und, ja. Und so, das heißt Waldgetten in Sel Pictor. Und deswegen hat sie Barrierbeam Stück in der Hand. Ich liebe Barrierbeam, die sind wunderschön und es gibt um unser Wasserloch gibt es arg viel. Das ist wunderschön so. Waldgetten hat ein Stück vom Wald in der Hand. Und ja, es ist so gemalt, Nacht und Dauerslicht, die Scheier. Ich denke, in selber Zeit, wo ich das angefangen habe, die Dinge wurden nicht ein religious Ding, aber ein spiritual Ding. So mit dem Farbeglas, dem Karicherglas und so. Mhm. Und ja, der Scheiersterne drin, der Hexenschilder und wohl, ich habe gewollt, was Deutsch zu malen. Und so, da ist es. Ja, ja, es hat mich erinnert, gerade wie ein alter Stück, oder episch, und ja. Malerei von der Alte in der Karik. Oder es ist vielleicht ein Karik für die neue Generations, oder episch, ja. Und es ist etwas von der Erde. Ja. So es ist really etwas, das resonated ein wenig mit mir, und ich habe so ganz geglichen. Now, da ist es, es gibt auch ein gleich Gedicht, ja. Gerade drin, as well. Kannst du das lesen für uns? Ja, ja. Houston Deutsch ist fein. Ja. Wir haben alle über Zweifel. Wir waren alt und Leben war verhudelt. Aber vergiss nicht, die Nacht wird immer wieder Dauerslicht bringen. Es gibt um dich ein Lad Liebe. Hab Geduld im Herz drin. Das ist alles, wo geschrieben ist. Aber ja, durch gesagt, er war so ein. Es hat was mit der Erde zu tun. Und ich denke, das ganz viel von meiner Arbeit mit Zell. Style, und das ist ja eine neue Karriche. Mein Grandma, ihr Grandpap, war Powwow-Doktor. Mhm, ja. Und ich denke, so in Verbindung mit diesem Spiritualism, das ist immer noch im Blut und das kommt raus in den Pictures, denke ich. Gut, wunderbar. Let's have the next painting up here. Now, Zella Molerei is in Bilder von, let's have the next picture please up on the screen. Zella Painting is hat in Glee Shire. Und es ist gerade wie, I guess, wiedergangen nach der Erde. Ja, ja. Und Zella, ich denke, es ist Braukerei, es ist ja. Was es Geist ist. Ja. Es ist gerade wie, was du am Zauber hast, wer dein Großeltern. So, ja. Lese für uns die Gedicht und lass uns ein wenig wissen lassen, wer was am Gay ist in der Bild. Ja, ja. So, willst du, dass ich das auf Englisch zuerst, oder? Ja, ich Pensophonisch. Ja, okay. In Zeller Shire liegt unsere Seele. Es ist vergrippelt über die Jahre. Wir haben das verbammelt. Und für was? Sind die junge Leute schuldig? Wurde die alte Leute verschämt, uns den Spruch und Kultur zu lernen? Für was zählt für nichts?
obwohl die Schal kaputt ist, es behietet, was innewachst. Es ist ein Frühling für mir deutsche Leid. Wir blimmen bald noch einmal und werden nie wieder oder nie wieder sterben. Beschütz uns gegen den Blog, das ist nicht just körperlich gemeint, doch auch gegen den Blog, wo aus zauberlicher Geist kommt, die, wo unser Gemein nur noch schrot. Mach uns wieder noch gerascht, mach uns stark der Wetter, betig. Beschütz unsere Arm, ich meine nicht just Äpfel und Grumbeeren, doch auch eine Arm, wo aus dem Lieb vom sei Vorfäder und Kultur kommt. Unsere Leute wohnen auch, wenn ich auf einer Bauerei und wir sind fast alle Englisch geworden, bring uns zum Land zurück, als wir unsere Arbeit noch einmal anfangen können. Und ja. And maybe in English too. Sure. In this barn lies our soul. It has become run down over the years. We have neglected it, and why? Are the young people at fault? Were the old people ashamed to teach us the language and culture? Why doesn't matter. Although the shell is broken, it protects what grows inside. It is spring for us Deutsch people. We will soon bloom once more and never again become dead. Translation. Protect us against sickness, not just bodily, but also against sickness that comes from a restless spirit, that which treads down upon our community. Make us courageous once again. Make us strong against it, I pray. Protect our harvest. I don't just mean apples and potatoes, but also the harvest that comes from the love of one's forefathers and culture. Our people now live less frequently on the farm, and we have almost all become quote-unquote English. Bring us back to the land so that we can begin our work once more. Shay, Zellis, Avo Shay. So es gibt so viel in deinem Gedicht, dass man yeah. Schweizer die Welt kennt. Und, aber du hast etwas zu mir gesprungen hat, jumped out at me. Yeah. And what I was going to say actually is something that jumped out at me, and it had to do with when you mentioned, translation. Yeah. Talk for just a minute, even just a little bit in English sure. maybe, about when you're writing something, and obviously you're writing these in Pennsylvania Dutch first. Mm-hmm. Obviously these are not starting off as English poems. No. What's that process like? Because I write as well, and I know that I tend to always have to just turn off the English and write something. But then, if I ever have to, you know, for instance, at the Kutztown Folk Festival, yeah. you always have to do both. Sure. You have to give the English sure. and the Pennsylvania Dutch. And it's tough because that English is never really saying the same thing. No, it's it's strange because when my wife came over from Germany, when she first moved in, she would always say that English was a really descriptive language. But what you run into then is because we have so many words to describe things, in Pennsylvania Dutch, for example, one word describes something that becomes then indescribable in English. So when you're translating, I mean, the process of writing these poems, I don't think I could sit down and write them unless I have an area which I need to fill. So once I have an area of space that I need to fill, I kind of am able to write something short or long or whatever it takes to fill it in. But then when translating it, yeah, it becomes, especially with a poem, it's so not descriptive, but there's so much you're saying with so few words. And so then when you translate it into English, it's sometimes tough to find an exact match, you know. That dynamic of what you're describing, where one word can mean so many things. Yeah. I tend to translate my poems as being very, when I translate them into English, I try to stick to literal translations just so for the benefit of someone who may want to sure. learn. And if they ever would happen to see something where they'd see both of them right next to each other, they can pick out the words. But what I find is when you pare it down to those very basic words, we're not yeah. used to talking that way in English. Yeah. In fact, we're taught to have these academic vocabularies when we write. Yeah. We're taught to speak with certain words. And then when we really pare it down to the closest matches to Pennsylvania Dutch, the words don't mean it's the same tough. Thing. Yeah. I mean, think about like the word hickory stomp.
Yeah. How would you describe that in like a hickory storm? I mean, what would that mean? It's winds blowing through the trees. Hailstones the size of hickory yeah, nuts. That's right. You know, zealous really epic. Yeah. We have a lot of words like that. Oh, yeah. It's like when you try to translate the word donavetta for something. Yeah. It simply doesn't mean the same thing. No, it does not. No, it does not. Well, now, du hast eine mehr von thy paintings mitgebracht. Let's have the last image that we have today, the image of the barn. Now, zelle pichte, wenn es auf der Screen ist, ja. Now, zelle pichte hat ein Scheier drin. Yeah. Now, zelle Scheier waren die Familie viel Menschalter zurück, viel Generations zurück. Yeah. Sagen Sie ein wenig, was am Gehe ist in der Picta und wer die Leute sind. Und ist das in Lecher County? In ja, oder? Das ist in Allenstädtel, so East Texas. Ja. Der Scheier ist nun gebrannt von Blitz. Ja. Vor maybe about 40 Jahren. Mhm. Und so das ist nicht mehr da. Aber die Bauerei ist immer noch da. Mein Grandma, ihr Bruder wohnt da, der Bill Diebert. Aber ja, das war am Anfang die Kuhnsbauerei. Mhm. Und dann in Kuhns hat ein Diebert geheilt. Dann sind sie zusammengekommen und now ein Diebert wohnt da. Aber ein Diebert, nicht der Teufel. Nicht der Teufel. Nicht der Teufel. maybe kannst du aber finden, wo das so, aber ich stehe so Deibert, ja. Ich habe das gemalt, weil es kommt von ganz alten Pictern. Und ich habe Angst gehabt, dass Pictern nach noch ein paar Jahren maybe nicht mehr da sei wird. Und so ich habe das gemalt und ich habe alles in verschiedene blaue Farben gemacht, weil der Original Picture ist just zwei Farben, schwarz-weiß. Mhm. Die Leute, wo drin stehe, der kleine Bu auf der rechten Seite, das glaube ich, das ist mein Grandmam, ihr Grandpap. Wow. Und dann Ur-Ur-Groß-Pap ja. ist, was er ist. Ja. Recht. Ja. Und Zeller Karl, dann habe ich zum Links, das ist Zeller Bu, sei Pep. Und dann dahinter steht sei Pep, sei Bruder. All recht. Mit der Geil. Und von was zu mir erzählt war von meiner Grandma, auf der linken Seite, das war für die Sei, der Seistar. Mhm. Und man kann das nicht sehen, aber dahinter, wenn der Picture aufgenommen war mit der Kamera, es war nebelig, der Tag. Aber es gibt einen Hügel dahinter. Ja. Wo man nicht sehen kann, aber ja. Und meine Grandma hat immer gesagt, dass sie selbst Baum, oben auf der rechten Seite gibt es einen Baum, sie hat das immer hochgeklettert, als sie jung war und sie hat eigentlich viel Geschichte von selbst Bauerei, aber ganz schön Scheier war das. Es ist schade, dass es nicht mehr da sei da ist. Und Zell ist really in Zeihaus. Oh, du kannst die Winkel sehen und der Winkel, es ist gerade wie all die Openings, als du sehen kannst an die Zeihäuser da rum. Mm-hmm. So ja, Zell ist really etwas. Now, ich habe Zell nicht gehört. Für was ist Zell all so blau? Ich habe so der Picture, der Original Picture, wo aufgenommen wurde, das ist wie ein alter Picture. Es ist nicht schwarz-weiß, aber es ist so grün-weiß. Oh, so okay. Grün-weiß. Und, aber ich mag blau. Ja. Ich habe blau gewählt, weil das für mich ist schöner als grün-weiß. Und so ich habe
ganz dunkelblau geused bis fast weiß in der Hintergrund. Aber alles ist blau in the picture. Celis, wunderbar. Now, es gibt mir eine Idee von ein große Scheibe blau zu malen. Ich habe keine Scheibe gesehen, als blau ist. Ich habe so ein Seegrün gesehen. Ein Seegrün. Und gelb habe ich gesehen. Ja, ja, gelb aber ist. Aber nee, kein blau. Ja, wunderbar. All right. Well, I want to talk to you a little bit in English, sure. too, as well, because there's just so much in your work, so much content, so many different themes. It's obvious from all your work that family is something really important, yeah. that having a sense of home, but understanding where your roots from, even if they're not the same place, right. that there's something to be said about that. And that also is a theme that, of course, is running through your family, because you're a family of two people from two different continents who've yeah. come together and chosen to be on this continent, but you also just got back from Germany. Yeah. I guess what I'm curious about is, tell us how you conceive of the way you're doing your work and how you're trying to communicate something to the next generation of people, to your son's generation. Yeah. I think that's an important thing. What's the most, in your opinion, what's the most important thing that we can all be doing in light of your work, in light of what we're all trying to accomplish? What do you think is the most important thing a person can do moving forward to give something to that next generation? I think for me, and I think for you as well, and actually all the younger guys and ladies that are, you know, doing something in the community. I mean, we're not the only ones by far. A lot of people doing stuff. And I think every one of us is trying to use some sort of, I don't know, if someone has a talent, just kind of hone in on that and focus what you're trying to contribute through that that avenue, I would say. So for me, I mean, this is something that I've been doing for years, thousands and thousands of hours spent painting. And so I figured, okay, I could do the painting and then try to contribute to the community in some way with time, but then where do you find the time? You're painting less and doing that, or I could just use the painting to contribute in some way. And so for me, I just think it's important for my son to see that, mm-hmm. you know, I don't want to try to drag him into anything or like, you know, jam it down his throat or just talk about it. I just want him to see it, that I'm doing this because I think it's important. I'm taking my time where I could be sleeping soundly to give back in some way and try to preserve something. And I think that's all you need to do is just kind of, show an example, and maybe they take something from it, and maybe they do their own thing, and maybe not. But either way, at least you've tried. You know, that's beautiful. I like that. I appreciate it. Danke vielmals für Bayern zu Zeit und es ist really ein große Ehre für dich mit uns haben yeah. und auch ein große Ehre für dich die Award zu geben. Yeah, das ist really wunderbar und im Namen von Hivi V. Driva, on behalf of Hivi V. Driva, I want to really thank you for what you've done to make our issues just so colorful oh. and so exciting to look at. We've gotten so many fabulous comments cool. from people lately who say, "Oh, I love that." So you are really you've really made an impact, and we're so grateful. Yeah. All right. Und zelles alles aus meinem Hand für heute, for Pennsylvania German Hour. We hope that you join us for the next episode in September, and we will try our very, very best to have our keyboard fixed so we can have May Fatsinges. All right. Mach's gut. The Pennsylvania German Hour is underwritten by Die Pennsylvanische Deutschversammlung von Baddox County, the state's largest annual Pennsylvania Dutch language gathering, held the first Monday after Easter in the Leesport Auction Hall. For more information, please call Joyce Hassler at 717-866-3431. The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the West Berksversammlung, held annually on the first Saturday in October in Robesonia. For more information, please call Kathy Shellhammer at 610-390-1088.
The Pennsylvania German Hour is also brought to you by the Rentschler Leib family and Reverend Richard Miller and family. The Pennsylvania German Hour is produced in cooperation with the Pennsylvania German Cultural Heritage Center at Kutztown University, the hub of Pennsylvania Dutch culture and language. Contact us at 610-683-1589 or at www.kutztown.edu/pgchc. Mir sauer Großdank zu alle unser Unterstützer. Thank you.